herzlich willkommen zu meiner Show. Hallo, da sind wir wieder bei 1-2-3, oberkörperfrei. Heute Champions League Abend. Es riecht nach Europapokal in der Luft. Ja, Gruppenphase geht weiter. Heute zu Gast beim deutschen Rekordmeister ist Dynamo Kiew. Das ist eine Mannschaft, die ist gegründet worden 1927, ist 16 Mal ukrainischer Meister geworden, 13 Mal sowjetischer Meister, 13 Mal ukrainischer Pokalsieger, 9 Mal sowjetischer Pokalsieger, 2 Mal Europapokal, der Pokalsieger 1975 und 1986, die beste Mannschaft der Ukraine. Ist heute zu Gast in unserem lieben Wohnzimmer, in der Allianz Arena. Und ich gehe mal davon aus, dass wir mit voller Kapelle heute gegen Dynamo antreten werden. Und mein Tipp wird sein, mit dem Oktoberfestbier von Paulaner ein 3:0 für unseren FC Bayern München. Auf geht's, Wurm. Packen wir's. Toll, dieses Oktoberfestbier von Paulaner. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Heute zum Spiel gegen Dynamo Kiew. Im Tor der weltbeste Torhüter Manuel Neuer. Die zwei Innenverteidiger Upamecano und Hernandez. Linker Außenverteidiger ist Fonsi. Roadrunner Davis. Und der rechte Außenverteidiger ist Niklas Süle. Dann auf der Doppel-6 Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Dann vorne auf der 10 unser Thomas Müller. Dann über links Leroy Sané. Über rechts Serge Gnabry. Und vorne der weltbeste Stürmer mit Robert Lewandowski. Yeah! Eine super Aufstellung. Und wir können noch nachlegen mit Leuten, die draußen sind. Aber ich bleibe dabei mit meinem leckeren Paulaner Oktoberfestbier bei einem 3:0. Heute spielen wir mal zu 0 für unseren Manu. Und dann geht's auf, Wurm. Auf geht's, die Bayern stoßen an. Spielen natürlich auf die Nordkurve und zur zweiten Hälfte auf unsere Fans. Die Südkurve, 25.000 Leute sind da und ich bin mal gespannt, wann es wieder eine volle Hütte geben wird an Corona. So, los. Sich dem Ganzen. So, die Hand ist oben hier von dem UEFA. Fußball, der da in Rot mutmaßlich auf sie zukommt, so gut es geht, entgegenzustemmen. Ah, ist ja egal von der Zeit her, wenn das jetzt... Zack. Und jetzt pfeift er an. So. Zack. Recht der Offensivdrang. Zack. Das ganz in Weiß daherkommt. So, also mein Tipp ist 3:0. Kommt, Jungs. Genau, pressen, pressen. Komm, zumachen vorne drauf einer. Jawohl. Sie machen so ein bisschen den Pep Guardiola-Stil. Kein echter Mittelstürmer, dafür ganz viele technisch hochveranlagte Leute dabei. Gut. Viele offensive Mittelfeldspieler. Schön. Wir alle sehr gespannt. Jawohl, Ballbesitz. Ruhig von hinten aufbauen. Gegen den Ball zu arbeiten und vor allen Dingen auch, wo sie es tun werden. Komm, Josh. Sich zurück. Schön Vertrag verlängert, super. Noch das Serge noch. Ja, gibt der Bällchen läuft von den Bayern heute. Aber die Ukrainer können auch gut spielen. Also sie sind auch gut technisch beschlagen. Ne? Ich muss jetzt gucken, wie die Bayern da durchkommen. Die machen das Spiel. Leon jetzt den Ball. Ja, super. Super, Josh. Überragend viel Tempo haben sie nicht. Aber aufpassen, aufpassen, ja, auch vorne, vorne sie. Macht dann die Wege nach vorne mit, Dennis Gamasch, der da nochmal nachsetzt. Oh, der Name ist super. Unser Mittelfeldspieler. Stark. Der torreich unterwegs war in den letzten Partien, zweimal getroffen hat. Und den Ball raus.
Super, Josh. Ey, da war er hier wieder. Komm von CG. Ja, aber da macht keiner mit. Die Herren in Weiß und werden ein paar Sekunden später dann gleich hinten in der eigenen Box beschäftigt. Ja, das ist das Spielchen, was wir brauchen. Und sagt, Umschaltspiel, wo? Wir waren im Bedrängnis hinten in der eigenen Box. Und dann haben wir uns so clever rausgespielt, der Josh, dass wir dann im Konter waren. Zack, nach vorne, umgeschaltet, schnell. Super. Super, Julian. Komm, Leon, spiel die andere Seite rüber. Ja, was man jetzt auch schon sehen kann, wie Kiew, auch wenn sie anderes Personal aufgeboten haben, sie spielen doch wieder gegen den Ball aus dem klassischen 4-4-2. Ja. Ja. Allerdings haben sie ihre beiden Etappen. Oh, dann super. Offensivspieler Verbic, ja, der hat sich auch super gemacht, der Hernandez. Zunächst mal auf der Bank gelassen, auch zwei ihrer schnellen Spieler. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Bayern Sorge haben muss, dass sie weiterkommen. Denn dazu hat heute eigentlich wirklich die schnellen Spieler auf dem Platz. Ja, schade, aber haben wir direkt wieder. Zack. Und jetzt von sie machen wir was. Bup, bup, bup. Thema Schnelligkeit. Und da kommt Alfonso Davies ums Eck. Der verlasst ihn aber. Hey. Ohne Chance. Wobei ich es ganz gut finde, muss ich sagen, von Michel Lucescu ihn aufzustellen. Gegen Benfica spielte der große Kitschorra. Polnischer Nationalspieler hinten rechts und sah auch das ein oder andere Mal nicht gut aus gegen die. Na, nee, der rutscht weg. Der rutscht weg. Wendungsschnell. Nee, war nichts, Julian. Rutscht weg, rutscht weg. Wieder. Auf den wird einiges zukommen, weiß er aber auch. Drauf, drauf, da mach zu. Das ein oder andere Video über Alfonso Davies. Ganz sicher auch in der Vorbereitung. Gesehen, jawohl, jawohl, jawohl. Unsicherheit in der Ballannahme. Müller setzt nach. Lewandowski, bisschen zu unpräzise. Ja, kann passieren, Stockfehler. Sergej Sidorczuk, einer der Ausgeruhten, zuletzt in der Liga beim 2-0 in dem Rücklief. 90 Minuten auf der Bank gesessen. Rauf da. Schöpferenko. Boah, der Fonzi, super. Klasse, das ist ja schon wieder, das ist ja schon, das macht ja schon wieder Spaß. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Türchen machen. Heute war ein anstrengender Tag, Leute. 9 Uhr ist immer noch spät abends, ne? Bis dann im Bett, bis haben wir 11:30. Mit um 7 Uhr spielen. Bei der Süle, wenn du da natürlich gegen läufst, dann. Ja, spiel noch da vorne. Am vergangenen Freitagabend und da hat er das tatsächlich sehr gut gemacht. Ja, mal aufpassen hier. Wenn die jetzt einen langen Ball spielen, das ist irgendwie jetzt. Ja, da hat der Manu. Zack. Was steht da? Ah, kann man ja nicht lesen. Stopp. Was? Ah, kann man ja nicht lesen. Boah, Leon, der war gut. Das ist das Problem, wenn du so tief stehst. Gut, Leroy. Selbst wenn sie sich den Ball dann 10 Meter vor dem eigenen 16er mal schnappen, ist der Weg bis zu Manuel Neuer halt ewig weit. Ja, du hast es vorher schon richtig gesagt, die Personalauswahl ist klar, sie haben auf ihre spielstarken, technisch starken Spieler gesetzt. Im Prinzip spielen sie im Offensivbereich mit Damasch und Schabarenko. Das war auch stark. Wenn er durchkommt, ja, man muss mal was riskieren. Ohne echte Spitze und das Ziel ist klar, die Räume trotzdem dicht zu machen, möglichst lange kein Gegentor zu kassieren und trotzdem bei eigenen Ballbesitz immer wieder, zumindest für den einen oder anderen Entlastungsabwurf zu sein. War ein schöner Schuss. Der Pfiff, gut hören, 2 Sekunden vor dem guten Abschluss hat Marco Wilder die Pfeife benutzt. Das hier hat er abgepfiffen. Ja, das hat er am Fuß. Robert Lewandowski und der Tritt auf den Fuß von Alexandre
Andrejewski. Ein Fachmann vor dem Herrn, da gibt es keine Zweifel. Trainer geworden, als Julian Nagelsmann noch lange, lange nicht in Planung war. 1979, sogar ein paar Jahre vor dir, angefangen als Trainer unterwegs zu sein. Genau. Ganz viele Spielverlagerungen. In den ersten 7,5 Minuten der Tiefverlauf von Leon Goretzka. Ohnehin unfassbar schwer für jeden Gegner, eben heute für Dynamo Kiew, da Kimmich und Goretzka sich häufig auch so sehr dafür interessieren, durchzulaufen, die auch verteidigt zu bekommen. Ich weiß, der Goretzka hat uns nicht so lange herreicht. Vom halben Jahr hast du den auch als besten Box-to-Box-Spieler bezeichnet in der aktuellen Zeit. Aber die spielen auch. Ist auch immer noch so, was sehr auffällig ist, wie viele Spieler die auch nicht schlecht. Höchstpersönlich torgefährlich werden. Und auch in dieser Saison. Und von den 10 Mann, von den 11 Mann, sind dieses Mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, 10 Spieler aus der Ukraine. Und der Abschluss. Das war nicht schlecht, muss man sagen. Und Julian Nagelsmann hat vor allen Dingen über ihn geredet. Gestern vor dem Spiel auf der Pressekonferenz. Schwanger Entscheidung oder volles Offensiv bei Dynamo Kiew. 7 Tore gemacht in der Liga bislang. Top-Torschütze auch. Des Meisters und Tabellenführers. Super Leone. Rein damit! Ewig viel Platz. Mensch, weg da, der Josh kann das. Ich darf 2 Sekunden überlegen, wo er den im Hinspiel will. Abstände viel zu groß. Aussicht von Dynamo Kiew. Wechseln, wechseln, rüber, nochmal raus. Jawohl, schön. Komm, Niklas. Verteidigt zu bekommen. Knabe. Wow! Da war der Robert. Robert! Liebe Fernglas, recht Gummio, ey. Erste richtig gute Chance für die Bayern. Sehr schön und dann auch schön gelupft und dann. Wow! Der hätte gepasst. Ah, dann der Torwart nochmal dran. Und gerade so. Boah. So, jetzt komm, Ecke, Tor, Josh, renn damit. Kimmich. 11 Meter. Handspiel. Und die Folge ist der Elfmeter-Tipp für die Bayern. Ja. Goretzka im Duell mit Sergej Sidorchuk. Ja. Super gesehen, Schiri. Das, cool gesehen, Schiri. So schnell und der Schiedsrichter sieht das. Okay, so ein Spiel nicht beginnen. Die Leipziger wissen genau, wovon ich rede. Da ist es Kevin Campbell passiert im Spitzenspiel. Neulich ähnlicher Zeitpunkt. Und dann trat Lewandowski an. Und wir alle wissen, was er machte. In Leipzig sogar ohne das kurze Abstoppen beim Anlauf. Da liefert er. Ja, das ist ganz klar. Gut gesehen. Zeig doch nochmal. Der Video Assistant Referee, aber der kann zu keinem anderen Ergebnis kommen bei seiner Prüfung. Der Videobilder. Robert, komm, mach ihn drin. 11 Minuten, sag mir doch mal was. In dem Fall nur auf seinen Kapitän, Mircea Lucescu. Und jetzt Lewandowski. Komm, Robert. Gegen Buschan. Robert Lewandowski. Boah, eiskalt, Junge, wie der das macht, ey. Wie der das macht immer. Ist Hammer, Hammer. Wie der Robert Lewandowski einen Elfmeter schießt, das ist ja Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn! Super, Robert! Ja, ganz klar. Aber dass die Schiedsrichter das sehen, das ist auch super. Boah, eiskalt! Jetzt baut er den Hüpfer nochmal ein und jetzt Christian keine Chance. Lewandowski zynisch mitgeklatscht von Lothar Luchescu. Aber da bleibt den Unparteiischen aus Italien nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Wird es zum laufenden Wettbewerb für den Mann, der die letzten 17 Spiele, die er in der Champions League gestritten hat, auch immer gewonnen hat. Ah, schade. Super, ganz der Wechsel, ganz. Darauf hole ich mir noch ein leckeres. Oh, ist das super. Kriegst du noch von sich? Ah, schade, schade. Pass auf, Vorsicht, verletz dich nicht. Siehst du, da ist das jetzt. Hast dich nämlich nur beim Laufen verletzt. Super, Junge. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Wrong song. Wrong song, wrong song. So. Ach, super, da haben wir wieder. So, jetzt auch an solchen Bällen, Ralf, das geht nicht ganz spurlos vorbei. An den Jungs von Dynamo Kiew hier die ersten Minuten, auch der Freistoß jetzt von Cavani, einem der größten Talente im ukrainischen Fußball. Ist ein Ort, an den man sich anscheinend erstmal gewöhnen muss. Ja, wobei sie die ersten 10 Minuten schon ganz ordentlich begonnen haben. Nicht so viel zugelassen, bis auf den Kopfball vorhin. Aber jetzt ist natürlich eine neue Situation. Bayern führt 1-0. Und, deswegen wird es jetzt spannend sein zu sehen, ob sich irgendetwas verändert an der Herangehensweise. Ich glaube es eher nicht. Weil wir versuchen sie vor allem das Zentrum zuzumachen. Und deswegen ist es auch so, dass mit jeder Spielverlagerung und jedem Angriff, den die Bayern über außen vortragen, sie Probleme bekommen. So, jetzt. Und die Flügelspieler bei den Bayern, in diesem Fall Sané. Oh, okay, war der. Auf der anderen Seite ist Herr Schnabel, haben das durchaus gerne, wenn sie ein bisschen Beinfreiheit bekommen. Ja, und vor allem auf der linken Seite dann natürlich immer wieder der sehr hochspielende und stehende Alphonso Davies. Also links haben sie ja immer zwei Spieler, die extrem schnell und offensiv stark über die Flügel kommen. So, hier kommt, ja, macht schön und hochsetzen. Und dort dann auch immer mal wieder. Genau. Weiter. Komm, Fonsi, komm. Warum nicht beklagen, Fernandes weiterspielen? Es gefällt von Judis. Bayern. Genau, Thomas. Achso, der ist noch einer, ich wollte sagen. Ja, die machen sich jetzt gleich selber einreihen, siehst du? Wir sehen uns auch noch, Christian. Schön, Leute, schön. Ja, Rot wirft. Sehen, was der Nagelsmann angesprochen hat bei uns im Vorfeld, in diesem Fall in der Umsetzung. Es gibt keine Zeit und kaum Raum für jemanden in Weiß, sich da mal zu orientieren. Und von Meccano ein bisschen zu heftig dran. Komm, Dennis Gabusch. Nikolenko rüber auf dem Chick. So, kommt. Jetzt haben wir noch vor der Halbzeit noch 2-0. Auf unsere Seite, um das Spielfeld ein bisschen weiter zu machen, aber. Julian, Probleme für Sergej Sirotschuk, den Kapitän, da irgendwie noch einen sauberen Pass hinzubringen. Doch, Angst. Aufpassen jetzt. Krajewski und der Penner. Nochmal der Penner. Ah, gut. Heute aber ziemlich in den ersten 16,5 Minuten. Der Mann, der im Zentrum steht und eigentlich dafür da ist, die Statik positiv zu beeinflussen, auch durch sein Passspiel. Oh. Stichwort Passspiel, Gnabry mit einer kleinen Einladung.
Ja, komm, da kann alles passieren. Wenn man was riskiert, dann passieren auch mal Fehler. Das ist doch nicht schlimm. Schon nachlackieren, ja. Na, Söhle, haut einer ab. Vom rechten Fuß. Timchik, geht ja mal von Cervelis. Kann auch mal nur stellen. Wieder Timchik. Nee. Sind wir auch richtig. Die können Fußball spielen. Da weg. Das ist zu weit. Die Idee ist gut. Spielen können die. So, so richtig sind die Bayern noch nicht auf Betriebstemperatur, hat man das Gefühl. Ja, es fehlt so ein bisschen die letzte Konzentration, sowohl beim eigenen Ball als auch beim Spiel gegen den Ball. Hat man das Gefühl, sie brauchen noch ein bisschen, um auf Tour zu kommen. Sonntag geht weiter wieder gegen Frankfurt. Genau, raus, raus, raus. Nein, nicht Freiheit. Ich will da hinten raus, genau. Julian Nagelsmann sieht das, glaube ich, ähnlich wie du, Ralf. Man hat ihn gerade akustisch sehr gut vernehmen können, wobei man sagen muss, bei all der Lobhudelei auch in den letzten Tagen, Wochen für die Bayern, 8 Siege am Stück in allen Wettbewerben. Es gab ja auch immer wieder Phasen in den Spielen. Köln zu Hause, Gladbach, ja, schon ein bisschen her, erster Spieltag. Muss auch Phasen der... Ja, komm, kann passieren, das kann passieren, wenn man einzig einspielt, wenn man auch mal den Ball verständigt. Kontinuierlich ist, dass du da 1 gegen 1 die ganze Zeit immer versuchst, das zu machen. Mannschaftssport, aber bis jetzt top. 18 Minuten. Und Leroy Sané war noch ein bisschen weiter zu sich. Der Nagelsmann hätte den, glaube ich, ein bisschen tiefer gerade gerne in der Phase. Jetzt erstmal Müller und Gnabry. Süle. Wie selbstverständlich startet der durch, wenn der den Ball auf Kimmich spielt. So, und jetzt gehen die Box wieder, jetzt gehen die Box. Da wird's eng. Ja. Aber wir haben den Ball, wir haben den Ball. Geguckt und auch die richtigen Schlüsse draus gezogen, die Herren aus Kiew. Alexander Andrejewski, derjenige, der da gerne raussticht, um Joshua Kimmich nicht den Platz zu geben, den er Fürth genutzt hat, um das 2:0 zu machen. Ja, das 2:0 kommt gleich noch. Gut, der Rasen, aber... nicht in Top-Zustand. Ja, hier gerade wieder zu sehen bei Leroy Sané, das zweite ja, Ball, das war eigentlich einen relativ einfachen Ball hergibt. Ja, aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das kann passieren, wenn man auch so. Aber ja, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, bisher fehlt so ein bisschen die letzte Konzentration, um dann einfach noch mehr aus dieser Überlegenheit, die ja klar war vom Ballbesitz, hier auch wieder. Schlechter Pass von Leon Goretzka. Nein, 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 nein. Kein Foul. Man hat so ein kleines bisschen das Gefühl, dass sie sich ihrer Überlegenheit bewusst sind und dass sie wissen, sie sind klar besser. Und wenn man dann eben ja, ein paar Prozentpunkte weniger ja, genau. sich einbringt und weniger tut, dann kann es auch gegen so einen Gegner dann dazu kommen, dass sie eben trotzdem auch zu der einen oder anderen Gelegenheit kommen, wobei Torchancen hatten sie bisher noch keine richtige. Hier, komm raus, komm, mach, anbieten. Das ist zumindest mal im Sinne von Dynamo Kiew im Moment noch einigermaßen ausgeglichen. Was? Was ist das Spiel denn ausgeglichen? Viele kleine Fehler, die dafür sorgen, dass das große Ganze noch nicht ganz so läuft. Das Ergebnis passt ja aber für die Bayern. Boah, wie der Fonzi den Ball nimmt. Das ist nicht normal. Sehr schön, Josh. Da vorne die Dreierkette mit Kimmich, Goretzka und Süle. Ball auf einer Linie. Haben wir in Fürth auch das eine oder andere Mal gesehen. Von sie auch super. Süle. Wow. Super Süle, super Süle. Guter Ball von Upamecano. Ich glaube, da wollte Robert ihn eigentlich nicht hinhaben, aber trotzdem wurde eine gefährliche Chance, Schussgelegenheit daraus. Ja. Und Julian Nagelsmann hat vor kurzem gerade nochmal gesagt, dass Micky Süle in seiner Jugend lange auf der Zehnerposition gespielt hat, also sowieso auch offensiv mehr drauf hat, als man so einen Kerl von 1,95 Meter ja, dazu ja, hat. Ja.
Ja, man merkt bei Niklas auch jetzt, seit Julian jetzt wieder sein Trainer ist, ähnlich wie damals in Hoffenheim, zeigt die Formkurve schon wieder deutlich nach oben. Ja, aber gut, der Ball ist geklärt. Würde ich sagen sollen gerade. Abseits, Dennis Gamasch. Dennis Gamasch. Ja, aber ganz klar. Jahre älter, 42 als sein Gegenüber, aber trotzdem noch doppelt so emotional dabei. Wie Schiller Luchesco, oh, Hernandez, wenn er mag, kann er selber versuchen. Wow. Im Ansatz großartig. Und Jo Kimmich hätte sich gerne im Kopfballspiel versucht. Ja, ja, ja. Da war raus zur Ecke. Sehr schön. Tja, hört man jetzt nicht arbeiten, hat man Jelte noch, hat man sich heute da auch in München oder Karte geholt, hat man schön morgens im Hotel und alles, ne? Aber ist leider nicht so in der Woche, ne? Also, mit der Arbeit, ne? Donnerstag. Der besten Freunde. So, jetzt kommt. Ich mach's. Gnabry guckt zu. Und? Ah. Damas hilft hin. Sané. Und der Hernandez hat die Möglichkeit. Boah. Super gemacht. Gnabry. Kimmich Gnabry. Süle. Boah. Also wenn das noch nicht schuld ist. Nochmal Süle. Jetzt ein paar Mekane, ohne Probleme. Hey, raus, raus. Nochmal raus. Kuretzka. Hast du nochmal, Robert? Der hält Lewandowski im Spiel. Ja, und Einwurf. Schön. Kann man jetzt 25. Faulspiel. Kontakt nicht ganz sauber, lässt ihn für gewöhnlich. Robert Lewandowski auch nicht so weit wegspringen, holt jetzt noch den Freistoß raus, aber es passt sehr gut zu dem, was. Oh, schön Flank rein und dann 2-0. Und wenn es dann nur 3 Prozentpunkte sind bei der Konzentration, die man sich spart, dann kommen eben so ein paar Fehlpässe und Kleinigkeiten zusammen. Hier geht doch keiner hier raus, hier steht doch keiner. Das kann sich nicht erscheinen lassen. Jetzt noch ne. Ich kann mich reinbringen. Thomas, mach mit! Da ist Platz. Der Hernandez orientiert sich dann doch wieder ins Zentrum, weil er sieht, dass Kimmich mitkommt. Timchuk. Muss sich trauen. Ja, jetzt ist Goretzka dann doch mit dabei gewesen, vor allem in. Die beiden haben es auch mir sehr mit Cesco super erkämpft. Ja, die Dynamik, der die Energie, die Laufbereitschaft, auch die spielerische Intelligenz von Jo Kimmich und Leon Goretzka hat mir sehr die Lucesco noch nicht gar nicht aufgehört zu stammen. Ja. Bettelt nicht um ein Tor. Ach, der Süle hier einfach nur mit dem flügenden Füßchen. Ja! Wieder der Robert. Aber super gespielt, Jungs. Ja. Klasse. Fußball wieder von einem anderen Stern. Sehr schön. Selber eigentlich die Kontermöglichkeit. Die Mircea Lucescu sieht für seine Mannschaft, wir kommen ein bisschen spät, leider, abseits ist es keines. Nein. Und dann Lewandowski mit dem nächsten der Müller wieder. In der Müller schön. Lässt Buschan wieder. Oh, der Robert, ey. Der Müller, ey. Oh,
stört denn der andere da nicht? Ja! Doch, toll. Da haben wir so einen frühen Ballgewinn gesehen. Der Münchner, wobei es eben Stuttgart-Dynamo. Ja, und trotzdem, danach natürlich sofort der vertikale Laufweg und der Pass. Das war großartig gespielt und zeigt trotzdem am Ende nochmal den Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften. Bayern hat bisher, wenn man ehrlich ist, kein gutes Spiel gemacht. Wirklich auch ein Kommt bisschen pomadig, fast schon ein bisschen pomadig gewirkt. Mit vielen untypischen Schuss mit auch mit schlechten Aussagen. Halbstunde gespielt, 2-0. War kein guter Ball. Ah, das läuft, das läuft. Nach 27 Minuten 2-0. Ah, war wieder zu. Aber das ist nicht schlimm. Das kann passieren. Eigentlich untypisch, wenn man die Bayern der letzten Wochen gesehen hat. Aber ja, es wird heute trotzdem am Ende einen klaren Sieg geben, weil dazu der Gegner einfach auch zu wenig Warten hat. Gut, Leroy, mach weiter. Ah, jetzt haben wir das Spiel so alle Billard. Mannes in seiner rustikalen Art und Weise. Aufpassen, jetzt kein Tor passieren, er hat zu Null haben gesagt. Jetzt nochmal der Penner. Der Masch, boah, der hat anscheinend wenig Vertrauen in seinen linken Fuß. So schwer, wie er versucht ihn zu nehmen. Lass mal welchen noch. Ah, Josh, da war nichts. Julian Nagelsmann nicht gefallen, dreht sich da auch schon wieder weg, schimpft so ein bisschen. Und gegen die Fehler. Nicht abgestellt, die Bayern. Le Werner, Gamache abgefälscht. Ja, auch hier in der Entstehung wieder eigentlich ein schlechtes Zuspiel von Jo Kimmich. Ja, das kann passieren. Du führst 2-0, da willst du ja immer mehr. Dann eben auch mal zu einer Situation, wo sie tatsächlich 3-0, 4-0, ja. Aber ist ja noch Zeit. Ist ja noch 60 Minuten Zeit. Zielankopf. Mit einem kurzen Ballkontakt. Das wird schwer, wenn die Bayern da in ihrer Grundordnung stehen. Gut. So, stellen. Weiter. Genau, rot. Ja, red. Immerhin an einem Ort, der ihnen nicht so wehtut. We are red, we are white, we are Bayern's Dynamite. Yeah. Nagelsmann neben Dino Topmüller, halbe Stunde rum. Und auch die beiden haben die Erkenntnis, wir können relativ schlecht spielen und führen trotzdem mit 2-0. Ich spiele doch nicht schlecht. Was erzählst du denn da jetzt wieder? Ja. Diese Detailverliebtheit, die jeder gute, sehr gute Trainer mitbringt, sorgt dafür, dass er eher nicht zufrieden sein wird. Würde ich sagen, sieht man auch nochmal bei Decoded, bei unserem Format, was ihr auf der Plattform seht. Ich bin nicht schlecht. Der sich da auch in den kleinsten Kleinigkeiten wiederfindet, mit ihnen auseinandersetzt. Wer noch nicht reingeguckt hat, macht das gern und kriegt nochmal einen besseren Eindruck vom Trainer. Schön, das laufen genau mit. Da. Leroy, super. Genau gestartet. Super Pass. Ablage ist gut. Müller nochmal Gnabry. Hier spielen wir, ja. Oh, boah, mit Gano. Die Bayern spielen erst am Sonntag, aber Freitag geht's los mit der Bundesliga bei uns. Der erste FC Köln gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und dann am Sonntag 7 Stunden live. Ja, sehr gut. Stuttgart Bundesliga eben unter anderem mit den Bayern, die wir live für euch haben. Ab 16.30 Uhr beginnt da unser Vorlauf beim Heimspiel der Münchner gegen die Frankfurter Eintracht. Nee. Hoch, mach mit da jetzt. Nicht um die Türchen betteln.
Zack, und dann gleich noch eine dritte, vierte und dann Julius. Dann ist es wieder vorbei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da ist das System drin. Gut. Ah, ja. Ja. Ja, wie heißt er? Gut vorne zugestellt. Von Andrzejewski. Der Buretzka. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Leon. Und Buschan. So. Hey, hey. Komm aus dem Abseits. Ich wollte gerade sagen. Also. Da geht keiner hin. Aber der Benner aus dem Abseits gekommen. Er kennt diese Schwierigkeiten. Ja. Beziehungsweise Gamaschwas, der da natürlich hingegangen ist. Jetzt hier Lucescu so, jetzt. Seine Mannschaft da so sehr umdenken muss. Und er da draußen natürlich auch. Gegen Benfica haben sie lange gebraucht, um sich Möglichkeiten zu erspielen. Zuletzt im Supercup gegen die einzige Mannschaft aus der heimischen Liga, die auf Augenhöhe spielt, schafft der Donetsk 0-3. Ja, jetzt kommen wir mal. Stopp. Ah, wenn der natürlich jetzt durchkommt. Das wäre nice. Vorbereitung mit August, da hatten sie aber selber schon drei Ligaspiele absolviert, gab es mal 0-3 gegen Inter, also gegen die richtig spielstarken. Aber wo ist denn die Stimmung, die Leute? Ihr müsst doch mal was singen oder so. Voll ruhig. FC Bayern in der heimischen Liga. Abgesehen von den Duellen gegen Donetsk ist der Favoritenstatus immer sehr, sehr klar verteilt. Stimmung ist ja ganz wenig. Bislang in der Liga. Dynamo Kiew. Und jetzt gucken sie wieder zu Lewandowski. Schieß! Ja, Platz. Gut, war gut, Niklas. Aber es bleibt das gleiche Schnittmuster. Wir sehen es im Prinzip von Anfang an. Wenn die Bayern Genauigkeit und auch das richtige Passtempo mitbringen, dann erspielen sie sich die Möglichkeit. Ja, sie und jetzt direkt drauf, Leroy. Sind wir gleich noch Jamal, 100%. Vielleicht noch schön wechseln, ne? Unter Halbzeit oder eine Stunde vielleicht. Wir sind Samstag schon raus wieder. Das ist ja auch, wenn du am Ende des Spiels dann, was ich vermute, dann trotzdem. Oh, jetzt! Das ist ja auch in Ordnung. Oh, der kommt wieder raus! Oh, Mann, ey! Super, Leroy. Oh, shit, ey. Bunk. Ein bisschen mehr hier rüber, da wäre er reingetitscht. Ah, oh, kommt genau wieder raus, ey. Wirklich dann wieder Räume da sind, wo Tempo da ist. Dann hat Bayern herausragende Stärken und das war wirklich bisher der beste Angriff neben dem Tor zum 2-2. Ah, das war jetzt ärgerlich. Das hätte ich ihm gegönnt. Das hat sich heute wieder verdient. Kimmich. Oh, der Robert wieder, ey. Der Robert ist heiß heute, ey, wie Frittenfett. Junge, 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 was ist mit dem Robert los, ey? Wie zu nah ist Corona, Leute? Ja, keine Krankheit zum Beispiel. Hoch emotional ist es noch nicht geworden, aber ein paar Mal Grund zur Freude gab es. Perspektive zum Ärgernis. Ja, 10 Minuten noch, dann haben wir Halbzeit. 2-0 ist gut. Haben wir da gesehen, keine guten Erinnerungen an den FC Bayern mit Schachtja Donetsk. K.O.-Runde, Champions League. Spiel mal vor. Wir haben 0-7 verloren. Wow, der geiler Pass. 2015 war das. Bällchen läuft aber auch bei den Bayern wieder. Total nice. Nice to see you. Hier raus, jawoll. Boah. Und die stehen schon mit 4, 8, mit 10 Mann hinten, ey. Ja, verstehe ich nicht. Das ist geil, Alter, das ist echt fantastico. Ja, keine wirkliche Passoption da.
Dann startet der Mann alleine durch. Hernandez, Leroy Sané. Foul! Jawohl. Super. Boah, der Leroy ist das der Hammer. Leroy, 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 Leroy. Deutlich ansteigende Form, seit Julian jetzt hier ist, wirkt auch physisch stärker. Und ich glaube, solche Szenen wie jetzt gerade, wo sich gegen zwei Spieler auch körperlich durchsetzt, hätte man letzte Saison vielleicht noch nicht so oft gesehen. Die Entwicklung gefällt mir wirklich sehr gut, die Leroy jetzt in den letzten Wochen genommen hat. Ja, der ist. Zu dem, was Oliver Kahn bei euch im Vorfeld auch gesagt hat, selber ein bisschen erstaunt ist, wie schnell das geht. So der muss das doch sein. Das muss dieses Mir Samir musste innehaben. Und jetzt ist er da, ne? Der Leroy. Auch wenn der Start relativ schwierig war. Das ist der zweite Spieltag, aber selber. Die Chinesen. Bitte, im Fernsehen. Kimmich jetzt. Kurze Ansage, alle versammeln sich ein Stück weiter hinten. Sieht nach Anlauf aus, der Herde in Rot. Steht in Rot. Süle, Upamecano, Lewandowski, er kann sich einen aussuchen, macht es. Von Sinn. Zack, Gauendler. Super, ey, das ist doch top. Wir führen 2-0 und die sind so, als wenn 0-0 stehen würde nach 2 Minuten. Boah, super. In denen du weniger trainieren konntest, an super. Speziellen Abläufen das deiner ist echt auf geil. Das Augenmerk auf Standardsituation gelegt. Zweite Variante, die sehr einstudiert außer heute. Raus, nochmal raus. Ja, Spiel raus. Jawohl. Ja, ich glaube, wenn Trainer. Ah, das Herz ist heute noch nicht so richtig fit. Macht man es trotzdem immer noch zu wenig. Und der Süle geht in den Jubel. Im Spitzenfußball fallen nach Standardsituationen. Ecke. Ich glaube aber trotzdem, dass die wenigsten. Gut, Junge, das ist richtig. Schon mal abversuchen. Nee, muss ich nicht entschuldigen. Lass auch mal auf den Tor schießen. Super. Macht es Sinn. Und das wird Julian sicherlich genauso halten. Super, Junge. Dass man da zumindest mal an so einem Tag sich eine halbe Stunde mehr mit Standards beschäftigt. Und ja, das. Leroy, Leroy, genau. Das erste Tor war zwar ein Handelfmeter, aber ist auch resultiert aus der Ecke. Ja. Auf der anderen Seite steht Nachnehmer dabei, jetzt ist es Sané. Die Notokmelle haben wir gesehen, da eben auch sitzend neben Nagelsmann, der ist da auch federführend für Standards mit zuständig. Ecken kommen ganz gut, wir haben auch schon ein paar Tore nach Ecken gemacht in der Liga. Hat sich schon was getan, Hernandez und der ist so gnädig. Und beschert Manuel Neuer mal einen Ballkontakt. Davis. Was denn Davis? Das ist total der Hammer. Das ist ein Hammer heute wieder. Das macht doch Spaß. Boah, machen sie denn jetzt, ey. Hernandez. Ah, kann er vorher passen. Verkompliziert das Ganze so ein Stück weit. Ja, komm, jetzt wollen sie doch alle ein bisschen Spiele liegen. Lewandowski. Und Süle rückt ein. Hernandez kommt. Das ist genau das, was Julian Nagelsmann sehen will. Zwei aus der letzten Kette, die vorne draufgehen. Ja, aber jetzt sind es drei. Jetzt nur aus einem Mann. Upamecano. Und das ist toll gespielt. Abschluss. Manu. Jetzt anscheinend auch mal in der Arena. Qualität eines Weltklasse-Kippers. Er wird wenig gebraucht, aber ist immer da. Boah, super. Ja, super Parade. Mit den Fingerspitzen. Das war wirklich. Bei den meisten Torhütern wäre das, glaube ich, ein Tor gewesen. Ich habe vorher ja mal aus nächster Nähe auch das Aufbauprogramm ein bisschen sehen können. Wenn man sieht, wie fokussiert und wie sehr er da schon sich auch auf das Spiel vorbereitet ist, schon außergewöhnlich. Und wenn man jetzt auch sieht, er hat ja eigentlich nichts zu tun gehabt bisher. Und dann trotzdem in so einer Situation so einen Ball zu halten, das zeigt einfach die Extraklasse. Der Ratz wird den Ball noch über den Himmel geworfen. Aufgesprungen.
um den Herrn in Rot die Möglichkeit zu geben, das Spiel in Minute 42 nochmal zu beschleunigen. Ist es. Ich werde narrisch. Zurück in der Grundordnung. Sané. Nochmal raus. Ja, nochmal raus, nochmal raus, nochmal raus, nochmal raus. Jawohl. Jetzt rennen damit. Till Schabanov, da eben von Müller noch dran gewesen. Ja, hast du nicht spielen lassen, ne? Musste vorne ziehen. Das ist alleine versuchen. Timchik, aber das Laufduell mit Alfonso Davies zu gewinnen, ist dann doch recht aussichtslos. Schabarenko. Komm, Fuß vor. Schabarenko hat einen sehr guten rechten Fuß. Neuer Nachfassen. Ja, sehr gut. Champions League, nächster Spieltag. PSG gestern 2-0 erfolgreich. Ich glaube, das gucke ich mir an. Gewesen gegen Manchester City, dann am Dienstag, 19. Oktober, gegen Leipzig. Für die braucht es in den großen Duellen auf jeden Fall mal Punkte, um da irgendwie noch vom Weiterkommen träumen zu können. Dann haben wir Salzburg gegen Wolfsburg am Mittwoch, am dritten Champions League-Spieltag. Wir sind in Lissabon für euch und begleiten die Bayern an einem Mittwochabend. Und dann gibt es natürlich auch sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch die Champions League Konferenz live bei uns auf The Zone. So, jetzt winkel. Wir sehen die Bayern hier, ihr seht die Bayern am Sonntag eben wieder in der Bundesliga, aber ich will nicht unterschlagen, das habe ich vorhin allerdings getan. Es ist ja auch ein Frühspiel gibt am Sonntag. Mainz Union haben wir für euch. Und nach dem Bayern gegen Frankfurt gibt es dann auch noch Bielefeld gegen Bayer Leverkusen. Das ist dann der nächste Gegner der Münchner. Also der Sonntag, ein schöner auf der Zone in Sachen Fußball-Bundesliga. Ah, schade, aber gut. Bayern, Müller wieder ein bisschen zu flach mit links. Läpsch, Müller. Holt nochmal einen Eckball raus. Der war ja gut aus. So ein bisschen der Schärfe ist reingekommen. In den letzten 10, 15 Minuten schon war die Bayern auch. Ja, Fallrückzieher dann ja raus. Gefühlt. Konzentration und den Ticken gesteigert. Ja, aber trotzdem. Auch super jetzt Leute, super Leute. Jetzt könnt ihr euch einen schönen Tee gleich trinken in der Kabine. Lassen den Gegner trotzdem jetzt raus. Muss man ja zeitlich viel zu sagen. Das ist ja klasse. Deswegen, sie haben jetzt trotzdem schon auch selbst gegen den Gegner wie Kiew, der nicht so viel schnelle Spieler hat, jetzt tatsächlich schon. Eigentlich mehr lassen wie in den meisten Bundesliga-Spielen bisher zusammen. Und das zeigt, dass heute man wirklich einfach mit nicht nur mit 3%, sondern eher mit 30% weniger versucht, das Spiel zu gewinnen. Und das wird am Ende auch gelingen. Das wird, wie ich schon gesagt habe, am Ende auch ein klarer Sieg. Aber komm, Leo, mach Bäuschen jetzt. Nicht mit dem Selbstverständnis. Sekunden und dann rennen und rennen und rennen. Wieder schön ausgeschossen. Nachspielzeit, lange? Jetzt? Ne, keine Nachspielzeit. So, Halbzeit ist, die Bayern führen 2-0 gegen Dynamo Kiew. Super, Jungs. So, Halbzeit ist, die Bayern führen 2-0. Also, ich kann nur wieder sagen, das schnalzt man mit der Zunge. Das ist wieder Fußball von einem anderen Stern. Das macht Spaß, das macht Freude. Da freue ich mich jetzt schon, dass die Viertelstunde schnell der Halbzeit vorbei ist, dass die nächste Halbzeit wieder startet. Also das ist ja toll, das ist ja echt toll. Und die geben Vollgas, immer weiter. Leroy Sané, top Junge, top, jetzt hast du es verstanden hier, dieses Mir Samir. Endlich hast du es verstanden. Super, der kämpft, der macht und tut, das schade, dass er das Tor nicht gemacht hat gerade. Dann Robert Lewandowski, super, eiskalt, Elfer verwandelt. Danach, zack, das zweite Tor gemacht, super. Super Pass von Müller und oh, alle Leute, Joshua und Manu und dann mit der Parade, zack, mit den Fingerspitzen dran. Also, da komme ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Klar ist das nur Dynamo Kiew, aber trotzdem, ne? Wie gesagt, die haben auch Erfolge in ihrer Liga und, ne? Und so wären sie nicht in der Champions League. Die sind genau wie die Bayern Meister geworden. Top. Top. Alles top. Super. Also, auf geht's zur zweiten Halbzeit. Los. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Ja, es sind zwei neue Leute gekommen, aber kein Stürmer. Volodymyr Shepelev ist neu mit dabei. Und auch Tomasz Kiczura, der jetzt auf die Rechtsverteidigerposition gegangen ist. Shepelev, da eben den ersten Ballkontakt gehabt, ist, wenn ich es richtig überblicke, für Mikola Schaparenko mit dabei.
Also er tauscht einen zentralen Mittelfeldspieler für einen anderen zentralen Mittelfeldspieler und... Und Niklas Süle klärt souverän. Super Jungs. Machen wir noch drittes Tor schon gleich und dann läuft das doch wieder alles. Die Bayern sind heiß, nochmal 45 Minuten. Wechseln wir mal eine Stunde. 3,3 Mann wird wechselt, dass wir direkt wieder Päuschen haben für am Sonntag. Fuß davor. Dann für die Bayern, Upamecano. Ja, schön geklärt und jetzt raus. Keine Wechsel. Ja. Also Nenner ab bei den Bayern. Ah, ja, schade. Das hatte. Wo war das? Geht es hin und her. Der Süle ist aber auch der Wall. Süle und Sané bringen ein bisschen rein und mir stehen Luchesco da unten links hinter noch, hat wieder ein bisschen was zu beanstanden. Lewandowski merkt schon beim Kontakt, dass der nicht ganz passt. Gut gespielt, Zigankopf, aber neue. Manu! Boah, super Junge! Hier, Manu mal. Ob mit der Hand, ob mit dem Fuß. Boah. Es ist Verlass auf Manuel Neuer auch heute mal wieder. Ich hab den anderen schön weggesetzt. Boah, ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, echt, ey. Eine Granate der Manu, echt, ey. Hat ein bisschen mehr zu tun als zuletzt in Barcelona. Aber ich bin jetzt auf die Süden, jetzt kommt gleich die anderen noch rein. Sané gut heute. Gesehen, aber nicht gefunden mit dem Ball. Zögerkopf. Der Druck, den die Bayern ausüben, namentlich durch Goretzka und Sané, reicht schon wieder aus, um sich sofort auch wieder in Ballbesitz zu bringen. Süle, Gnabry. Nee, da muss doch selber schießen. Aber das ist super. Ehrlich gesagt hätte ich es fast gern gesehen, wenn Leroy sein nächstes Mal mit rechts versucht hätte. Was für ein Solo-Lauf. Ja, hat ein Solo und jetzt. Und jetzt, boom, mit rechts, jetzt schießt. Da wäre keiner böse gewesen, wenn du dann nicht geschossen hättest, Junge. Na, ja, aber ich glaube, der tut jetzt gleich den... Den muss ich alle bringen für den Foul. Vorteil muss man sich merken hier. Und dann Yellow Card. Der Süle immer mit seinem Pam. Läuft. Aber ein Türchen wäre noch nicht verkehrt. Und noch zwei oder drei sogar. Ja, wenn gleich die frischen Leute kommen, dann knallt wieder. Ich wette Thomas noch eins, aber der Sané. Sané wünscht jetzt noch ein Tor gönnen. Na, der Musiala läuft schon hier. Macht sich wahr. Voll. Da würde ich sagen, ein falscher Einwurf. Abseits. Ja, dann lassen wir laufen gelassen, aber jetzt geht die Fahne dann noch hoch. Schöpfinger. Ja, klar, ganz klar. Eins zu eins auf die Position von Schaparenko gegangen.
Ja, ich hatte eigentlich ein Stück weit erwartet, dass er in der Werbung... Kann man auch frei, dass er jetzt keine Lerner Tor schießen kann von da. Offensichtlich, ja, sind sie entweder angeschlagen... Hier steht der Süden. Ah, da die ganz weit raus. Das, also nee, richtig. Gnabry ist heute noch nicht so... den Eindruck erwecken zu wollen, dass... Erscheinung getreten, müht sich, ne? Ja, aber ich würde das Spiel hier nicht ganz so ernst nehmen, das tut sie ohne Zweifel, sie machen... Ja komm, ein, zwei Türchen wäre noch nicht verkehrt. Das eigentlich aus ihrer Sicht wichtigere Spiel ist, glaube ich, das noch am Sonntag. Barca liegt 1-0, die sind schon wieder am Verlieren gegen Sporting Lissabon. Also Barca ist ja gar nichts mehr, man kann nicht mal... Oh, Leon, was war das denn? Das Supercup-Finale sehr klar mit 3-0 an Schachtel Donetsk. Da hatte Dynamo eigentlich keine Chance. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er seine offensiv stärksten Spieler da vielleicht auch ein bisschen schont für das Spiel. Vielleicht kommt sie im Laufe der zweiten Halbzeit trotzdem noch rein. Jetzt kommt auf jeden Fall Bayern mit Gnabry. Lewandowski gut gespielt. Kimmich, muss es sein. 3-0. Nein. Oh. Mit Hilfe für Muscha. Junge. Das ist doch schade. Ah, ja, schnell auch ein Tor verdient gehabt. Schade, das war echt wieder gut gespielt. Schlecht rausgespielt von Gamasch. Spielen! Hier raus! Lässt sich nicht gerne einengen. Tanzt da drei Leute. Aus der Gnabry, Kitschora, der unter der Kugel hindurchfliegt. Ah. Kollege Lewandowski. Ecke. Verwirrung, aber keiner in der Nähe. War keiner mehr dran. Immer noch ein bisschen verschluckt gewesen in den letzten Tagen, Serge Gnabry, aber für sowas reicht's dann. Gute Flanke. Jetzt dann nehmen wir mit rechts. Ja. Finde ich, dass der Rundum fällt nur. Oh, jetzt machen sie ganz weite Abstöße. Zack. Da haben wir die beiden Polen im direkten Duell. Lewandowski. Ja, schade. War gut, Robert. Super. Super, Robert. Super, super, Robert. Ja, ein bisschen, aber der Müller wusste, wo das Tor steht, der Jacht. An der Dominanzhalb hat sich nichts verändert, aber merkst du mit deinem Trainerblick, dass das, was Müller Nagelsmann ja, gegeben hat, schon jetzt die Anfang 2 auch gleich Anklang findet. Warum will der Wies unentschieden spielen oder gewinnen? Ja, oder weiß ich, wahrscheinlich auch Zeit spielen, dass ich nicht dann dritte und vierte Punkte kriege, verstehe ich nicht. Man will doch. Ja, deswegen glaube ich und bleibe ich dabei, dass das am Ende ein klarer Sieg für die Bayern wird. Ich denke auch, dass da noch ein oder zwei weitere Tore fallen werden. Da war noch dran, der Weiße. Nein, der Weiße war doch noch dran. Der Weiße war doch noch dran. Der Weiße war doch noch dran. Ja, den schwierigen Blick drauf. Julian Nagelsmann ist da so. Falsch. Genau dem Assistenten Filippo Meli. Hätte eigentlich Einbruch für die Bayern geben müssen. Ja. Aber das ist dem Herrn an der Linie entgangen. Hernandez treibt den Ball lange. Oh, ja. Ja, das kann passieren, Leute. Da muss man nicht auch machen. Viele kleine Hügel auf jeden Fall auch. Kann passieren. Also, 50 Meter weg sitzen, so ein bisschen in Schutz. Kugel holpert hier und da so ein bisschen. Der Rahmen ist auch nicht so toll. Ansonsten eine super Konterchance gewesen, wenn er Alfonso Davies hätte mitnehmen können, der in Vollsprint gekommen ist von hinten. Schade. So, zu 5 Minuten, da können wir mal wechseln. Boah, die zaubern da, ey. Das gibt's gar nicht, wie der mit dem Ball in der Süle. Das ist eine Maschine von 1,95.
Der ist so ein Stück größer wie ich. In der Mitte eine links. Als ich, ne? Oder wie ist das? Mal auf der anderen Seite von den ersten zwei Aufbauspielern auf dem Flügel. Ein ständiges Wechselspiel zwischen ihm und Leroy Sané, was es für den Gegner natürlich auch wahnsinnig schwer macht. Nun, ich glaube gar nicht. Bewirkt sich nachhaltig um eine gelbe Karte. Ja, sagt Entschuldigung. Was denn jetzt? 2-0 mit Finke. Ne, Sporting. Stimmt. Kann von Glück sein, dass er da nicht gelb verwandt. Jetzt über den Platz läuft. Hey, Fonzi. Gut. Sehr gut verteidigt. Wasser. Schwieriges Spiel für Zinganov auch. So, hier, 25.10. Trainer Lehrjahr. Fortbildung. Ja, vom DFB. Da sind wir wieder dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Und zack. Spielen. Boah, super. Ja, gut. Na, passiert, Digga. Komm, den holen wir uns. Mach mit. Super Ball. Opa Meccano aus der Luft und dann Pim zu Manu. Great. Great Footballs. Boah, guck mal da. Zack. Und dann Pim zu Manu. Wenn der noch so richtig gelegt, dieser Rückpass, dann ist das Verteidigen in seiner vollsten Schönheit auch so eine Aktion. Kann mal das Highlight sein eines Fußballspiels. Boah. Die spielen, das ist ja top. Top. Alfonso Davis, sie lassen ihn laufen. Goretzka, Davis, keiner da, der ihn stört. Und er über die Bande da. Goretzka. Bayern noch nicht vor, am dritten die Bayern. Ah! Mensch, Leroy, du musst noch Tor machen, Junge. Das hast du dir verdient. Bisschen Bock, guck mal das. Und, aber das ist noch ein Pass. Boah, geil. Schade, dass der mit dem zweiten Fuß da. Da hat er sich ein kleines bisschen, jetzt wie man sieht, zu weit vorgelegt. Ansonsten wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit das 3-0 gewesen, aber. Ja, komm, der nächste gleich. Leroy, super. Der Ball, der da hin muss, kann man nicht besser spielen. So, jetzt machen wir die Ecke. Josh zum Elfer hin, nicht wieder zum Torwart. Jawoll, weit rein. So, jetzt hier raus. Der Manu hat den Ball. Manu hat die Übersicht. Und jetzt? Jawoll. Sehr schön. Ganz starker Ball. Lucas Hernandez unter Druck. Ja, macht für mich ein sehr gutes Spiel. Auch Lucas Hernandez ist ein Spieler, der gegenüber der letzten Saison finde ich jetzt ich deutlich auch physisch stärker wird, macht bis jetzt für mich wirklich ein richtig gutes Spiel. Relativ lange verletzte Geschichte ja schon auch mit hierher gebracht. Da haben wir ihn 25 Jahre erst alt, aber auch die Position, die er da jetzt spielt. Das ist nicht verletzt von ja, doch eher Dreierkette auf der linken Position. Da wir müssen mal ankommen. Seine Stärken jetzt auch mit einbringen, sowohl in eigene Ballbesitz. Nein, was denn jetzt? Für mich bisher wirklich eine sehr gute Partie von ihm. Julian Nagelsmann, kurz im Dialog mit Fabio Maresca. Eine sehr gute Position für Lucas Hernandez gerade gefunden. Ah, das macht er hinten. Auch mit Meniskusproblem anfangs. Zuschauer musste. Zuschauerzahl 25.000, so viele dürfen rein. Hammer. Julian Nagelsmann lässt die Coachingzone mal Coachingzone sein. Fordert frühes Draufgehen ein.
Gut, gut, gut. Hernandez. Denis Gamasch ist jetzt geblieben. Kriegt jetzt auch Goretzka mit. Ja, Mensch. War doch jetzt nichts. 12 Jahre, den größten Rivalen, Schachtja Donetsk trainiert, sehr erfolgreich mit Ciro Lucescu. Er nimmt sich da einfach was zu trinken bei den Dänen. Nochmal, gibt's dann Kontakt? Nee, nee, gar nichts, gar nichts. Zu Beginn der Aktion hat er hinten rechts ein bisschen was draufgekriegt. Ciro Lucescu dann weitergezogen. Weg aus der Ukraine, wo er mittlerweile auch Ehrenbürger ist, der Stadt Donetsk. Für die er über 570 Mal an der Seitenlinie stand für Schachtja. Und dann ging das nicht so ganz geräuschlos von sich, als er plötzlich 2020 im Sommer als Dynamo Kiew Trainer vorgestellt wurde. Sich das mal plakativ vorzustellen, wäre so ein bisschen gewesen. Dann haben wir mit dem Fehlpass, als wenn es der Alex Ferguson nach Manchester United, dann Liverpool irgendwann übernommen hätte. Jetzt nochmal Leroy Sané. Ah, schade. Der Aufstand war groß, aber nach dem Double im ersten Jahr hat sich sein Standing und sein Ansehen auch bei den Dynamo-Fans schade. Dann doch zumindest stark verbessert. Aber Dörschen wäre nicht noch schlecht verkehrt jetzt. Nicht so jung da die erste halbe Stunde und jetzt können wir noch eins nachlegen, Leute. Schön. Jetzt müssen wir mal wieder Torschance nutzen, ne? Ah, komm, ist gut. Und wieder so ein, wenn ich den richtig stoppe, mache ich ihn rein, Moment. Genauso wie bei Leo Sané, der jetzt eben Passgeber war, vor ein paar Minuten. Aber auch wieder hervorragende Vorarbeit durch Alfonso Davies. Ja. 20 Jahre gut heute. Dynamo Kiew große Probleme hat, immer wenn der aus der zweiten Reihe kommt mit seinem Tempo. Nein, nix. Einwurf. Das ist Einwurf Bayern, der kriegt noch hier einen Oberschenkel, ey. Ich weiß nicht, der ist. Der pfeift Freistoß für Dynamo oder? Einwurf Bayern. So ist es dann ein bisschen merkwürdig. Ja. Da muss man aber noch ein Tor entfernt vom 50. in der Königsklasse. Er wäre der erste Deutsche, der diese Marke knapp würde gleichziehen mit einem gewissen Thierry Henry. Ich weiß nicht, ob Alex Schlüter und Ralf und Thierry Henry mal einladen, aber ich weiß, dass sie in Sachen Gästeakquise viele interessante Leute auch mal langsam mal wechseln. Wir durchleuchten bzw. Oder die machen die jetzt am Platz nochmal ein Tor. Leroy, komm. Auf die Sorgen, die großen europäischen Vereine. Das ist jetzt schon das ein oder andere Mal. Ja, schon noch. Folge 1, die Bayern mit Julian Nagelsmann. Auch in der XXXL-Version, jetzt bei uns auf der Plattform. Aber da kommt noch ganz, ganz viel dazu. Und ja, wir bewegen uns nicht nur, was die Bayern angeht. Rabezia, Musiala, Jamal, hau rein, Junge. Da ist noch viel, was euch erwartet. Ja. Fankultur, Struktur grundsätzlich der großen Vereine, Management, Trainer, Fußball, die ganzen großen Aspekte. Auch der andere war eine kleine. Die großen Clubs. Auszeichnen. Ja, links spielen doch. Stoppen ihn auch hoch, aber. Komm, wir werden noch in der Lage sein, noch ein Tor zu machen in 25 Minuten. Boah, für was ist denn? Okolenko dazwischen, aber das bleibt auch eine Auffälligkeit dieses Fußballspiels. Die Bayern haben so viel Zeit, um auch aus der Mitte des Platzes, ihre Bälle anzubringen, hey, oder wieder die Tiefe des Raumes zu suchen. Rüber, rüber, jawohl. Grundsätzlich. Bonzi, komm ein bisschen nah, komm ein bisschen nah. Darum, Haltung zu zeigen, Haltung zu sehen von seiner Mannschaft, das tun sie. Ganz sicher aber, Ralf, es fällt ihnen jetzt auch nichts Neues mehr ein.
Gnade. Ah. Mach doch mal den Strahl auf das Tor, Mensch. Die Bayern üben sich gerade so ein bisschen im Chancenbucher. Ja. Ja, jetzt drauf. Also, ja, die Idee dieses Querpasses war schon der richtige. Nee, da kann man mal rausschießen von da. Wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit das 3-0 gewesen. Ja, wäre. Aber hätte Fahrradkette. Da ziehe ich doch mal ab. Man muss doch mal die Torschanze nutzen. Ich bin so fokussierter als in der ersten Halbzeit. Super, Serge. Hätte es fast gemacht. Mutmaßlich seine letzte Aktion. Ah, Jamal kommt. Ist zwar wieder vollständig. Boah, das war gut. Aber oh, die Kamera. Halt das kostet ja nicht. Stets zu 100% trainieren können. Musiala wäre. Nee, endlich Stimmung nach 66 Minuten. Da muss doch mal Feuer kommen, Jungs. Euch ist doch kalt. Rechts offensiv. Erstmal kommt Zygankov. Aber der ist immer an den dran. Der Beinschuss. Für Kitsoda. Aber faul. Lass uns laufen, die Parteischen aus Italien. Zygankov auf Gamache, nochmal Zygankov. Und Söhle, bop. Und nochmal Sané. Ja, und jetzt muss er ein Spiel. Er spielt ihn gerade noch schnell genug. Zerstört! Jubel! Aber das war ein super Zuckerpass von Leroy. Und dann kriegt der Serge ohne Manu. Manu. Boah, Junge, das war geil. 6 Sekunden Regel oder 7 heißt er. Zack, 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 nach vorne und Torabschluss. Bock. Boah, geil. Vom eigenen 16er nach vorne. Leroy, super. Und jetzt. Woof. Das war aber ein Hammer. Boah, bubu, unter die Latte und rein. Schön im Außenriss. Super. Hier. Punkt, Punkt. Folge mit mindestens 3 Toren. Boah. Das FC Bayern München. Ist das geil. Ja. Und jetzt stehen wir alle da oben. Boah. Es war die letzte Aktion, Gnabry. Tor und raus, feiern lassen, klasse. Rein, gibt noch einen anderen Wechsel. Süle verteidigt innen. Hernandez wandert nach links. Und der neue Rechtsverteidiger des FC Bayern München hört auf den Namen Benjamin Pavard. Zweimal muss er zuschauen nach der roten Karte in 15 der Bundesliga. Super. Jetzt kriegt er nochmal so um die 20 Minuten. Hier gegen Kiew, und jetzt kommen die Leute, die Ralf und auch ich eigentlich fast ein bisschen früher uns erhofft haben. Supriaya ersetzt Gamache und Karabaya. Ja, war super gespielt. Wir waren, die waren bei uns an der Box und dann nach vorne geschlagen. Zack, Leroy mit dem Außenriss auf Serge und dann ging es klingeling und dann war er drin. Super. Also das ist wieder Fußball vom Feinsten, erste Sahne, das ist Fußball von einem anderen Stern, super. Man hat richtig Bock. Ja, haben wir wieder. Super, Jungs. Schön kalt da bestimmt, ey. Das war gerade mal raus im Garten, ey, in der Halbzeit. Das war schon kalt, ey. Boah, jetzt kommt ja echt der Winter, ey. Den kann ich gar nicht gebrauchen. Das mag ich gar nicht, Winter, ey. Immer so 25, 7, 28 Grad, das reicht. Oh, der Süle. Super Jager, versucht irgendwie dran zu bleiben an Niklas Süle. Ein tolles Spiel macht's. Alle sind heute super drauf wieder. Musiala.
Alle. Upamecano, genau. Du bist ja auf falsche Seite. Wenn er einmal an mir dran ist, du spürst den Atem von Hernandez. Bevor er den Ball hat oder dich jetzt ausgeschoben. Komm her, lauf, lauf, Jamal. Und Müller für die Bayern. Kimmich. Ja, dann läuft das Bällchen, dann ist ja. Jetzt könnte man den Lewandowski auch ein bisschen schonen. Steht auf, wenn ihr Bayern seid, 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 alle stehen. Und auch das sind die Bayern halt, sie hören einfach nicht auf. 3-0, 70. Minute, alles. Keine Veranlassung, irgendwie zwei Gänge zurückzuschalten. Nein, müssen sie auch nicht, aber sie müssen ja trotzdem nicht in Situation gehen. Jetzt ist es tatsächlich trotzdem gerade passiert, aber ich denke, sie werden versuchen, jetzt noch das dritte oder auch fünfte Tor zu machen, ohne dabei allerdings die Verletzung zu riskieren. Aber die Spielweise, die Spielanlage von Bayern und auch jetzt von Julian Nagelsmann ist einfach offensiv ausgerichtet und deswegen werden sie weiterhin versuchen, nicht nur nach vorne zu spielen, sondern auch weitere Torchancen rauszuspielen. Ja, jawohl. Und wenn man denken könnte, das ist doch aber zu anstrengend, lass es doch mal ruhig angehen. Letztendlich lassen sie es ja teilweise ruhig angehen, nur in der gegnerischen Hälfte, wo sie ihnen nicht gefallen haben. Macht auch Spaß den Leuten. Auch ein eigenes Gegentor zu kassieren, Müller. Die Wege zum Ballgewinn sind kurz. Wir sehen es, Upamecano schiebt 5-6 Meter nach vorne. Müller macht ein paar Meter nach hinten und schnell. Kommt heute. Noch eins. Und jetzt kriegen sie sich. Noch Dürchen sehen wir ja. Sortiert und auch befreit. Pizzorra. Aber Süle ist da. Nicht der frühe Ballgewinn, aber dann doch einer. Ja, was ja noch hinzukommt, was Julian ja vor dem Spiel gesagt hat, auch die Mentalität der meisten oder fast aller Bayern-Spieler ist ja die, dass sie selber einfach auch den Anspruch haben, bis zum Schluss super, Jungs. Ja, nach vorne zu spielen, auch noch ein Tor schießen zu können. Boah, Leute, das ist so geil. Die will auch noch ein Tor schießen, auch Thomas Müller. Wow! Leroy. Ist das geil oder nicht? Boah! Lecko Fanny, guck dir das mal an, ey. Und jetzt sagst du mir, will er den tatsächlich? Also so wie er sich hat feiern lassen, war es entweder stilles Genießen oder... Boah. Also, da hat er vorher noch aufgeschaut, was ihnen denn los ist, sieht man hier. Fall auf Druck, hoppelt nicht. Ja, ich würde ihm auch eher Absicht unterstellen. Boah. Ich glaube schon, ne? Also, Ist das genial? Aber jetzt kann nicht so passieren, jetzt können wir schon so machen. Ja. Aber auch hier wieder in der Entstehung. Jedes Mal, wenn die Spielverleihung möglich ist, überlegst du aber einzugehen. Ist das ein geiler Hammer gewesen, Leroy. Auf der rechten Seite jetzt mit Musiala oder mit Thomas Müller. Es ist immer irgendjemand frei und das kriegt trotz aller defensiven Kompaktheit Dynamo Kiew dann einfach nicht verteidigt. Ist das Hammer. Es läuft ziemlich stark so und die letzte Viertelstunde ist angebrochen, wie du es auch prophezeit hast vor dem Spiel. Ja, Bayern dominiert das Spiel jetzt total in beide Richtungen, egal ob sie selber den Ball haben
oder ob Hammer Spiel. Das ist tatsächlich das Spiel, das ich eigentlich von Anfang an auch so erwartet hatte. Und dazu hat Bayern sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch einfach Und da sind wir bei diesem natürlichen Größenunterschied. Du hast es eingangs ja auch gesagt, der Etat mittlerweile so um die 25 Millionen Euro klein, muss man ja sagen, im europäischen Vergleich bei Dynamo Kiew. Also. Und trotzdem sehr respektabel mit so vielen Leuten aus der eigenen Akademie. 7-8 insgesamt über den Abend verteilt hier abzulaufen. Das stimmt, aber ich denke, das war gestern beim Spiel Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol eher noch größer der Unterschied zwischen den beiden Budgets. Und kommen wir uns auf Mutiana Buscampak zu. Da hast du recht, aber da sind wir beim Unterschied zwischen den beiden. Ja, das war gut, da war ein Riesenhammer. Aber das von Leroy war ja wohl jetzt absolut der Hammer, oder? Da war ja ein geiles Tor, also super. Nie zufrieden sein. Und da bin ich mir bei Real Madrid immer mal wieder nicht so sicher. Wir haben vor dem Spiel noch drüber gesprochen, dass es solche Spiele bei Real in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder gibt. Und bei Bayern eher nicht. Gnabry unter die Latte. Ja, siehst du mal, was der Messi über Barcelona ausgemacht hat. Der Treckschütze täuscht die Flanke an, um ihn dann direkt zu machen. Aus einem ziemlich frechen Winkel, also da geht Daniel Herzog dann, glaube ich, auch noch mal in die Recherche. Absicht ja oder nein, das klären wir nach dieser Partie. Seine Meinung holen wir uns natürlich auch ab, die von Julian Nagelsmann. Er wird so ein bisschen entschädigt in der zweiten Hälfte für die kleinen Sachen, über die er sich ärgern konnte in Halbzeit 1 jetzt. Ja, die sind alle top, also von hinten bis vorne, der Sané läuft runter und der Süle, der ist Wahnsinn, ne? Selocuk. Und vor allen Dingen Sané, der rennt ohne Ende, ne? Und Kimmich haben wir schon verlängert. Da haben wir einen von den beiden, da haben wir den anderen. Das Thema Gnabry, dessen Vertrag 23 ausläuft, ist eines, der wird auch ständig danach gefragt. Aber wenn Süle so spielt wie heute, dann müssen sie auch mit Süle in die Zukunft gehen. Ja, Süle in Verlängerung, auf jeden Fall muss mit Süle verlängern. Ja, davon gehe ich fest aus, vor allem auch deswegen, weil sich ja Niki Süle und Julian Nagelsmann noch aus alten Hoffenheimer Zeiten kennen. Und ich denke, auch Niki weiß ganz genau, dass sie Julian nochmal auf die Robert. Deswegen spricht dann, so wie ich das einschätze, sowohl aus Spielersicht, aber auch aus Sicht von FC Bayern, spricht alles für den Vertragsverlänger. Hier spricht allerdings nichts mehr. Für weitere Lewandowski-Tore, sie werden euch gezeigt, weil er geht. Minute 79, Erik Maxim, Chupo Moting, jetzt fällt es ihm. So Pause machen. Sané, super Junge, super. Goretzka. Verschonen. An die Konkurrenz, nicht nur die Konkurrenz von heute, die sportliche, die da Dynamo Kiew heißt, sondern auch die es in Zukunft gibt. Eintracht Frankfurt hier zu Gast am Sonntag live auf der Zone. Können Schwarm anziehen, die. Und sie spielen so gerne zusammen Fußball. Das sagt man eben über eine der besten Mannschaften der Welt. Das sage ich über eine der besten Mannschaften der Welt. Und das ist eben auch eines dieser Mannschafts. Foul, Rot, Freistoß, sehr gut. Sie kommen gerne zum Training, sie lernen gerne, sie haben menschlich jemanden als Trainer, der den Vorgänger, der oben sitzt und das alles hier mit ansieht, in nichts nachsteht, aber der eben Julian Nagelsmann dann doch auch in Sachen taktische Weiterentwicklung für den Fortschritt steht. Dieses Weiter immer weiter auf seine ganz eigene Weise verkörpert. Die Mannschaft fühlt sich sehr gut aufgehoben unter ihm. Man merkt sie an. Jetzt müssen sie aber doch mal ein bisschen ins Verteidigen kommen. Süle stellt den Körper rein. Gegen Sukirana. Jawohl, die Bayern stehen vorne wie hinten. Klasse. Super. Einer von 3-9 neben Gunnar Sahn, super. Erik Maxim Choupo-Moting, da hat der den Ballkontakt, den ersten. Links. Jawohl. 2 Jahre verlängert vor der Saison. Er ist sehr glücklich mit dem Backup. Robert Lewandowski, Gunnar Sahn. Wo kommt man mal raus?
Nicht da wieder rein. Das ist zu. Sabitzer. Müller. Hier raus, hier raus, raus, raus. Nochmal raus, nochmal raus, nochmal raus. Hier raus. Hör, was ich sag. Oh, mein Finger. Nochmal. Zack, zack, zack. Welche noch was? Gut, 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 gut. Das Abzeichen ist noch nicht so unser. Musiala. Spiel raus. Musiala. Hernandez. Nochmal Musiala. 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 Ecke. Boah, fein. Ein durchschlingendes Phänomen auf engstem Raum. Gegen Köln war er aus ähnlicher Position, derjenige, der alles eröffnet hat für die Bayern, jetzt kriegt Zawarni. Da das ist ein geiler Typ, der Jamal Musiala. Das ist Fußballer. Top. Kimmich. Josh, schön jetzt. Ah, komm. Sagezeit, letztes dann. Das ist nicht schlimm. Gab es einen Moment, wo du das erste Mal Jamal Musiala so richtig wahrgenommen hast? Ja, ich hab ihn ja auch schon in dem Jahr, in dem die zweite Mannschaft von Bayern Meister geworden ist, ist er mir schon in den Liga aufgefallen und habe mich da auch mit Jochen Sauer immer mal wieder drüber ausgetauscht. Schön, ja, naja, schön Wein, schön Bier, schön Sektchen. Endlich auch mal wieder ein Spieler, der im VIP-Bereich eigenen Nachwuchs. Geld müssen wir haben, Geld müssen wir haben. Lange Jahre nicht mehr dabei gewesen. Und diesen Junge zuzuschauen macht einfach nur Spaß. Das ist ja einfach der, haben, echt, der den Fußball total im Blut hat. Die Spieler, die Superman dabei haben, haben ja auch gesagt, vom ersten Moment an, wo er mittrainiert hat, haben sie gesehen, dass das ein absoluter Ausnahmespiel ist, auch mit sehr viel Qualität. Ja, und also, was sie auch sofort erwähnt haben, eben sehr bodenständig. Kein Spieler, der glaubt, er wisse und könne schon alles. Und deswegen bringt der Junge alle Voraussetzungen mit für eine große Karriere. Ja, wie auf Stichwort, Ralf. Ja, kann passieren, Bonasar. Kein Problem. Wie jetzt übrigens die ganze zweite Halbzeit, es ist schon nochmal jetzt. Die Bayern haben in der zweiten Halbzeit nochmal deutlich zugelegt. Es gibt eine Reaktion auf ein anderes Ergebnis. Scheint Spaß in Runde 3, Nui. Wenn ihr nichts wollt, dann guckt bei uns gerne auf der also, und dann noch im Real Life mal nach oder daneben auch. Barcelona ist gar noch nicht sein, dass er Messi. Barcelona ist ganz schlecht. Parallelspiels war jetzt nicht zwingend so zu erwarten. Naja, 3-0 bestimmt Sport in Lissabon. Sind die auch weg? Ja, 0 Punkte. Ich werde Barcelona und Bayern hier kommen weiter. Ja, Pusse gucken. Wahnsinn, Wahnsinn. Nö, nö. Da kommt 5 Minuten noch, fahr ab. Oh, kein Tor mehr. Ja, Neuer. Alles im Blick gehabt, Pavard. Boah. Oh ja, da haben wir ein Angebot. Jesu Kimmich. Oh, warte, nee. Ganz kurz nochmal getestet, ob es Manuel Neuer immer noch 100% Konzentration sind. Hey Josh, was war das denn? Ich glaube, den hatte Joshua nicht mehr auf dem Schirm. Aber bei Bayern denkt sogar der Torwart vorwärts verteidigen. Also wirklich, auch wenn es jetzt schon 4-0 steht, aber das musst du erstmal erkennen als Torwart in so einer Situation, mit dem Fuß dann vor dem Sturm am Ball zu sein. Das habe ich jetzt auch noch nicht sehr oft gesehen. Leute, nicht mal hingehen. Alles super, alles geil. Weg, Schiri. Alle Bayern
ganz tief drin. In der Kiew-Hälfte, eigene Hälfte, besetztes Territorium, die Herren in Rot. Aber gut, ja mal. Das liegt Julian Nagelsmann. Ballgewinne, 2 Meter entfernt. Und von der 16er Linie des Gegners. Und der Torwart, der fast an der Mittellinie steht. Ja. Und der Fußball an mindestens dritte Liga spielen könnte auch im Fall. Ja. Bonassa. Super. Und Papa. Und 5:0. Choupo-Moting. Geil, ist das ein super Spiel. Tschalalalalalala. Tschalalalalalalala. Bayern. Oder wir können singen. Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. Geil ist es. Geil ist es. Geil ist es. Zack. Aber dunkel, aber leuchtet. Ilja Zawadi kommt nicht richtig rein. Ja, sie spielen im gleichen Wettbewerb. Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. Und der Schuppermann aus dem Tor. Mal zu sehen bei diesem Treffer, den FC Bayern und Dynamo Kiew. Ja, der gerade eben gut gesprochen und da im Interview vor dem Spiel, das fand ich ganz gut. Die machen das super alle jetzt. Zwei vieles, was allen Münchner Fans gefallen hat. Und nochmal der kurze Hinweis, auch weil das Ergebnis das zulässt. Viele Spiele bei uns, der Münchner in den nächsten, ich meine, es sind 17 Tage. Am Sonntag habt ihr gesehen, geht's zu Hause gegen Frankfurt, live bei uns. Dann nach der Länderspielunterbrechung wieder am Sonntag, 14.30 Uhr. Ab da melden wir uns. Spitzenspiel in Leverkusen und dann. Nur Bayern. Gut, Manu. Super Manu, Super Manu. Hey, hey. Klasse Spiel, Jungs. Das ist so geil. 5:0. Befreit sich. Super Jager. Komm, jetzt kein Tor mehr, Leute. Jana, der mitverteidigt. Für mich. Kein Tor mehr. Es ist so ein bisschen wie in den Guardiola-Zeiten. Man akzeptiert diese Brillanz, diese Entschlossenheit, dieses einfach nicht aufhören bei den Bayern relativ schnell. Aber es ist dann doch was Besonderes, wie besonders das Julian Nagelsmann findet. Jawohl, zum Manu. So, ein Mütchen noch und dann ist Vier Orfend, wie man sehr die Gölle. Sie werden ihrer Rolle, in der sie immer mehr auch so ein bisschen reingesungen werden. Robert Pires hat das bei den Kollegen des Kicker klar formuliert. Dieser Favoritenrolle. Sonst wird es wie lange Nachspielzeit bei 5:0. Schwachsinn. Das Ergebnis technisch gerecht, wir wissen alle. Ja, 2 Minuten. Ab Hill müssen gut in Form sein. Dann ist es wichtig. Aber die Frühform passt. Das aber ja, ein Nachspiel, weil beide wissen, die machen keine 5 Tore mehr oder 6. Bayern ist gut. Die Kurve der letzten Wochen zeigt eindeutig nach oben. Und man sieht einfach auch jetzt schon die Handschrift und auch die Dinge, die Julian weiterentwickeln will. Und das macht ihn einfach auch zu einem besonderen Trainer, dass er
Musste die jetzt noch eine gelbe Karte abholen? Das ist doch schwachsinnig, Junge. Bei 5-0, lass ihn doch laufen. Ja, lass ihn doch laufen. Freut's doch da nicht, diese. Das war schwachsinnig. Brauchst du sie jetzt nicht in der 91 Minute eine Karte abzuholen? Mann. Zutrauen, das zu machen. Und wenn man jetzt schon nach 2 Monaten sieht, in welche Richtung das Ganze geht, dann kann man sich so, jetzt Feierabend, komm, abfangen die Ecke. Da hast du recht, keine Widerworte. Das Einzige, was ich sage, ich glaube, der ist 34, aber das gucken wir auch später nochmal nach. Die Mini-Petitesse, du hast ja so recht. Die Konkurrenz, kein Tor mehr, egal ob national oder international, muss diese Bayern so sehr auf dem Schirm haben. Super. Komm, fahr ab jetzt. Lukas Hernandez, da seht ihr es nochmal. Ja, die gelbe Karte war schwarz, die Junge. Ist auf blau, gelb verwandt. Mann. 5-0, super, Jungs, super. Also. Da kann man nur schwärmen von. Das ist ein Aushängeschild für den deutschen Fußball. Super. Na, wo schon mal locker runter. Ralf, ich sag nur nochmal, vielen Dank, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Marit! Oh, Hernandez. So, Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 5-0 gegen Dynamo Kiew. Super, Jungs. So, das Spiel ist aus. Unglaublich, die Bayern gewinnen 5-0 zu Hause gegen Dynamo Kiew. Also was soll ich sagen? Das war von allen Beteiligten des FC Bayern München so ein geiles Spiel. Also das war zum Zungenschnalzen. Das war ein Fußball von einem anderen Stern. Klar, Dynamo Kiew reden wir von. Aber 5 Tore musst du auch erstmal machen. Und wir hatten Chancen gehabt. Manu hat super gehalten. Also Leroy Sané, also ich kann keinen hervorheben, ob Kimmich oder alle waren top, auch die jetzt reingekommen sind. Choupo-Moting macht dann noch ein Tor, Bounassar war gut, ne? Dann Jamal Musiala, die kamen rein und pop. Also das ist wirklich fantastisch, wirklich. Also da kann man Freude, das ist pure Freude am Fußball wieder. Das macht richtig Spaß. Also das ist geil. Das ist super, Jungs. Also, boah. Also, schade, dass wir jetzt erst am Sonntag spielen. Also ich freue mich schon auf dieses Sonntagsspiel zu Hause gegen Frankfurt. Also, geil, super, Jungs, geil. Danke, dass ihr bei meiner Show dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.